bin Norbert Huppertz, 74 Jahre alt, gelernter Elektromechaniker, aber jetzt in Rente, schon jahrelang, was eigentlich mir ermöglicht, in der Kunstszene zu arbeiten. Ich versuche mit verbrauchtem, gebrauchtem Material ein neues Leben einzuhauchen. Zum Beispiel aus Fahrrädern mache ich Lampen, Dekor, Objekte auch, die auch nützlich sind. Die kann man brauchen im Büro, die kann man brauchen im Wohnzimmer. Da werden alte Teile von Fahrrad in Wert gesetzt. Die Kunst, das ist eigentlich Recuperach, Trashach, gebrauchte, verbrauchte Material, neues Leben geben. Sei es durch Licht, durch Bewegung oder durch das so anordnen, dass das Sinn macht, dass das eine Aussage hat. Das hat eine bestimmte Nostalgie auch. Die alten Sachen, es macht Spaß, wenn man das bekommt, das ist verrostet, das ist defekt. Und das aufzuarbeiten und in Wert zu setzen. Und man macht das, was man Lust drauf hat. Und man zeigt auch das, wie man will. Ich halte mich nicht jetzt an Vorgaben und denke nicht vorher, will einer das kaufen oder nicht. Ich mache einfach. Und dann sehen wir mal, ob einer sich dafür interessiert oder nicht. Mein persönlicher Wunsch ist, morgens gesund aufstehen und den Tag oft mit Kunst beginnen.